ein versöhnlicher Abschluss, wie ich finde. Und dieser Mann hat wesentlich dazu beigetragen. Bitte einen herzlichen Applaus für unseren Mittelfeldmotor Philipp Baki-Bargfrede. Philipp, ich hab dir erstmal ein Wasser dahingestellt. Ist das in Ordnung? Fürs Erste, ja. Fürs Erste, okay. Ich hab auch für später noch andere Dinge vorbereitet, aber davon mal ab. Ja, mein Junge, dann lass uns noch mal über dieses Spiel reden. Das war ein klasse Fußballspiel. Da war alles dran, was so ein Spiel ausmacht. Es war Werderwetter, Flutlicht war an, Europapokal-Atmosphäre, ist man fast geneigt zu sagen. Macht das dann besonders viel Spaß, hier im Weserstadion auch noch gegen so einen namhaften Gegner anzutreten? Ist das was anderes als gegen Hoffenheim oder Wolfsburg? Nein, du gehst eigentlich in jedes Spiel gleich rein. Ja. Natürlich merkst du selber die Atmosphäre, wenn das Flutlicht an ist, wenn der Rasen nass ist, dann ist das natürlich, sind das super Bedingungen. Ich kann mir vorstellen, dass einer wie Philipp Baggfrede, der zugegebenermaßen gerne übers Kämpferische kommt, du bist ein Fighter, über solche Platzverhältnisse besonders glücklich ist. Die Höttges-Grätsche oder die Baggfrede-Grätsche kommt dann immer ganz besonders gut. Wo war Papa Hansi heute? Am Fernseher oder hier im Stadion? Nee, der war hier im Stadion mit Oma. Oma hat Glück gebracht, haben wir vorher besprochen. Sehr schön, sehr schön. Hast du schon mit Papa gesprochen? Ja, ich war eben da. Okay, was hat er gesagt? War er mit dir zufrieden? Ja, er hat mir nur gratuliert, dass wir gewonnen haben. Das ist eigentlich das Wichtigste im Moment. Okay, dann wollen wir das Spiel nochmal aufarbeiten. Das ging ja gut los, dritte Spielminute. Wunderbarer Pass in die Tiefe. Keine Abseitsposition, obwohl es sehr, sehr eng war. Was ging Philipp Baggfrede in dem Moment durch den Kopf, als du gesehen hast, Davy Selke schießt den Ball aufs Tor? Hast du geglaubt, der geht rein, und hast du gedacht, bei unserem Pech klatscht der wahrscheinlich an Pfosten? Nein, wir wussten ja vorher, oder das war sowieso unsere Zielsetzung, dass wir mit den Bällen vorne rein ja, das nutzen. Und ja, Davy war eiskalt vor der Bude, hat die gut gemacht. Und das war auch für uns ein gutes Signal und hat uns auch ein Stück weit Sicherheit gegeben. Du hast es gerade gesagt, es ist euch vorher gesagt worden, lange Bälle in die Spitze, Schnelligkeiten wahrscheinlich ausnutzen. Wir haben zwei pfeilschnelle Leute mit Melvin Lorenzen und mit Davy Selke. Was macht der Trainer Viktor Skripnik anders in der Ansprache als der Trainer Robin Dutt? Schwer zu sagen. Also es sind natürlich zwei unterschiedliche Typen. Viktor weiß ja auch natürlich einfach, von was er redet. Er stand selber früher auf dem Platz und kann natürlich auch unsere Gedanken so ein bisschen fühlen, wenn wir vorher so eine Niederlage kassiert haben. Er hat uns jetzt die letzten Tage gut aufgebaut, auch gut eingestellt auf den Gegner. Und ja, wir haben das, denke ich, gut umgesetzt heute. Du hast es gerade angesprochen, die Niederlage in Gladbach, die, wie viele Kommentatoren gesagt haben, wo wir eigentlich eine gute Leistung gebracht haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt und jetzt heute auf einmal ein ganz anderes SV Werder Bremen gesehen haben. Ist man auswärts immer noch ein bisschen verunsichert und zu Hause dann auf der anderen Seite auch mental stärker, oder wie erklärst du dir diese Leistungsunterschiede? Ja, das ist schwer zu sagen. Ja, vielleicht fehlt uns das Stück Selbstvertrauen, ja, den letzten Mut irgendwie auswärts dann auch ja, offensiver zu spielen. Ja, wir haben jetzt in den letzten Spielen, denke ich, zu Hause wichtige Punkte eingefahren und heute war es natürlich auch extrem wichtig für uns. Absolut. Dann gehen wir nochmal auf das Spiel und kommen auf die 2:0 Führung. Das war großartig rausgespielt. Übrigens sehr viele spielerische Lösungen heute, auch in den letzten Heimspielen. Auch das fällt auf. Aber auch wieder eine tolle Vorarbeit von Davy Selke und dann für mich heute der beste Mann auf dem Platz, neben Philipp Baggfrede, war Finn Bartels, der so quirlig ist, der ist kaum aufzuhalten und ist auch noch torgefährlich. Eine absolute Verstärkung. Ja, absolut. Ich glaube, das hat man in den Spielen auch vorher gemerkt. Finn hat schon auch ein paar Buden für uns gemacht, die wichtig waren. Und natürlich im spielerischen Bereich, wie du gesagt hast, er ist sehr beweglich, kann sich im 1 gegen 1 gut durchsetzen vorne und macht auch viele Räume frei für uns. Ja, der ist so gar nicht zu fassen. Also der erinnert mich so ein bisschen, für die ganz Älteren unter Ihnen, Matthias Sindelar, früher genannt der Papierne, weil der einfach immer so weggeflogen ist und wie viel wiegt der Bartels eigentlich? 40 Kilogramm oder so irgendwas? Keine Ahnung, muss ich sagen. Wie auch immer. Gut, dann steht es 2:0. Hat dann der Kollege Baggfrede gedacht, okay, der Drops ist gelutscht, oder wart ihr noch nicht so ganz sicher? Ja, sicher darfst du dir nie sein, weil dann machst du die nötigen Schritte weniger, dann kommst du immer einen Tick zu spät. Also wir haben auch schon in der Halbzeit gesagt, dass wir nachlegen müssen, dass wir keinen Schritt weniger machen dürfen in der zweiten Halbzeit.
Wir kriegen natürlich dann so ein Standardtor, was du eigentlich besser verteidigen musst. Vorher auch schon besser verteidigen musst. Ja, genau. Ja. Und wir haben alles versucht, denn zum Schluss hatten, denke ich, auch noch gute Kontermöglichkeiten, denn das Ding auszubauen und den Sieg eigentlich sicher einzufahren. Das ist uns leider nicht gelungen. Unmittelbar vor dem Anschlusstreffer gab es ja eine Möglichkeit, sozusagen den Dreier perfekt zu machen, nämlich mit dem 3:0, den machen wir dann nicht, kriegen dann ein Gegentor. Dann gibt es logischerweise gerade in so einer Situation eine Verunsicherung. Woran hat es dann gelegen, dass wir es am Ende des Tages sicher verdient und ja, fast mit einem oder zwei Toren zu wenig nach Hause gebracht haben? Ja, weil wir keinen Meter zu wenig gemacht haben, ja. Weil wir gut im Verbund standen, weil wir einfach gut verteidigt haben. Ich glaube, so im Mittelfeld hatte doch schon Dortmund oftmals das Übergewicht, aber die hatten einfach keine Mittel, vorne gefährlich vors Tor zu kommen. Und ab den 16er haben wir natürlich gut verteidigt. Der Sky-Reporter Fritz von Thurn und Taxis hat mal über Philipp Bargfrede gesagt, ein bissiger Verteidiger oder ein bissiger Mittelfeldspieler, unangenehm gegen den zu spielen. Würdest du dich auch so zu charakterisieren wollen? Ach, weiß ich nicht. Also ich will mich eigentlich gar nicht selber bewerten. Das kannst du machen, das können andere machen. Also das überlasse ich euch. Okay, gut. Dann gehen wir aber auf den Spieler Philipp Bargfrede insofern nochmal ein. Es ist noch gar nicht so lange her, da warst du relativ schwer verletzt und das auch nicht zum wiederholten Male, aber es ist nicht das erste Mal gewesen. Hast dich aber, nach meinem Eindruck, relativ rasch nach der Verletzung wieder rangekämpft an die Mannschaft, erstens in den Kader, zweitens und jetzt zu einem Leistungsträger, drittens. Wie kam's? Ja, ist natürlich viel Arbeit immer. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du durch die Langverletzung immer wieder zurückgeworfen wirst. Es ist immer wieder ein harter Weg, immer zurückzukommen. Aber die letzten Male haben mir natürlich auch Mut gegeben und die Euphorie so ein bisschen gegeben, dass ich das diesmal auch wieder schaffe. Du gehörst zu den absoluten Publikumslieblingen hier im Bremer Weserstadion, auch aufgrund deiner Art und Weise, Fußball zu kämpfen, immer Vorbild zu sein, immer zu laufen, immer anzutreten. Lass uns mal auf die Rückserie blicken. Wir haben ja einen schönen Moment. Wir haben nicht mehr Heimspiele als in der Hinserie. Das ist ja schon mal von Vorteil. Das Auftaktprogramm, ich glaube, Hertha. Dann geht es nach Hoffenheim und dann kommen zwei Heimspiele gegen Leverkusen und gegen Augsburg. Was ist da drin? Ja, als allererstes haben wir natürlich die Vorbereitung vor uns. Es geht nach Belek überraschenderweise. Ja, war ich glaube ich noch nie. Ne? Da warst du noch nie, nein. Also wir haben viel Arbeit echt vor uns in der Vorbereitung. Wir müssen an vielen Dingen arbeiten. Natürlich genießen wir heute den Sieg, aber wir sind jetzt 16. glaube ich, Stand jetzt und da ist noch viel Arbeit vor uns und natürlich wäre es wichtig für uns, wenn wir natürlich dann auch mit guten Ergebnissen direkt in die Rückrunde starten. Okay, so, jetzt habe ich hoffe, mein lieber Freund Juracek ist bereit mit den Dingen, die du, wärst du soweit? Okay, gut, dann würde ich erst einmal bitten, bevor wir zu den wichtigsten Dingen des Tages kommen, erstmal trinken wir noch einen Schluck Wasser, ne? Jetzt müsstest du nochmal, wir haben 14 richtige Tipps bei unserem Volkswagen-Gewinnspiel und Baki muss mal eben ziehen, bei unserer netten Volkswagen-Hostess. So, also, wie wird das heutige Spiel ausgehen? 2:1, das ist richtig getippt worden von Jürgen Schulze aus Ganderke See, aus dem Ziegelweg 62. Jürgen, sind Sie hier? Bingo! Ja, dann kommen Sie doch mal rum. Der hat aber kein Wasser getrunken. Nee, der hat kein Wasser getrunken. Das ist ja das Schöne bei Werder Bremen. Hier wird immer was getrunken, was mit Wasser nichts zu tun hat. So, Jürgen, sind Sie da? Okay, während wir auf Jürgen warten, kommt mein Freund Herr Juracek und hat etwas sehr Wichtiges in der Hand. Ja. Hast du eigentlich... Dankeschön, Dankeschön. Hast du auch für Herrn Bargfrede? Nein, ich bin Sportler. Ich trinke nur was. Okay, gut. So, also, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns mal... Habt ihr alle ein Bier? Okay, ihr seid alle Sportler. Dann lasst uns mal auf den SV Werder Bremen trinken, auf einen schönen vierten Advent, auf frohe Weihnachten, auf ein
gesundes neues Jahr und vor allen Dingen, dass unser SV Werder erstklassig bleibt. Das hat dieser Verein, diese Mannschaft und diese Jungs nämlich verdient. Philipp, alles Gute. Sagt der Mannschaft drüben nochmal einen schönen Gruß und Ihnen, wie gesagt, alles, alles Schöne und Prost. Es wird ein lustiger Abend, das kann ich jetzt schon sagen. Und jetzt gibt es hier noch Autogramme. Danke. Frohe Weihnachten.